allerweiteste Anreise. Mit 650 Kilometer unangefochten an der Spitze. Freitags waren sie schon hier, Samstag haben sie gespielt und heute ebenfalls hervorragenden Fußball gespielt. Die Bohemians 1905 aus Prag. Herzlichen Glückwunsch zum 5. Platz. Ihr habt uns viel Freude gemacht, alle 3 Tage. Very great. Thank you. Pokale werden größer. Pokale werden größer, schwerer und wertvoller. Der 4. Platz geht an den FC Schalke 04. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch für den 3. Platz. Wir halten uns Pokal für euch. Den willst du mir geben? Willst du loswerden? Ich nehme das. Dankeschön. Wir sammeln nicht mehr jetzt. Jawohl, da brauchen wir keine Bilder kaufen. Klasse Fußball gespielt. Ich denke, von euch hören wir auch noch was. Spätestens sehen. Oh, 15 Jahre. So, in einem spannenden, ja wirklich sehr, sehr spannenden Finale zwischen Homburger SV und MSV Duisburg. Es kann leider nur einen Gewinner geben. Leider hat der ein Tor mehr reingekommen, der 2. Tor mehr reingekommen, das letzte in der 3. Sekunde oder was, das zählen wir nicht mehr. Wir haben klasse Fußball gespielt, der 2. Platz an den Homburger SV. Nicht traurig sein, ihr habt wirklich klasse Leistung gebracht. Ja, das ist die Kacke, wenn ich nicht mehr mit dem Ding bin. Haben wir auch schon mal geschafft. Es gibt die Jugendlehrer. Mit der Papa hat einen Glückwunsch zu Hause. Ja! Bring mal wieder hin. Der Trainer klebt auf die Ehe zusammen. Warum hast du das? Der hat nichts anderes zu tun. Dann mach das. So. Jetzt fehlt nur noch ein Team, was uns begeistert hat. Auf ganzer Linie, von heute Morgen bis jetzt. Die Zebras aus Duisburg! Hier gewinnt den Wanderpokal, dürft ihn ein Jahr lang behalten. Und nächstes Jahr sehen wir euch wieder mit einer anderen Mannschaft in den Plan, aber auch eine U10. Und dann müsst ihr eure Titel verteidigen. So, du möchtest noch was sagen. Wir bedanken uns für das schöne Turnier und wünschen allen eine gute Heimreise. Da haben wir ein Gästebuch, schreibt was Nettes rein.
aber wenn ihr möchtet auch was Schlechtes, was wir nächstes Jahr verbessern können. Die ein oder andere Sache war nicht so gut gelaufen. An dieser Stelle ein kleines Entschuldigung dafür, aber nächstes Jahr machen wir es besser. Und dann haben wir